Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Road to Dust 2 Projekt. Und wir starten heute auf der CD-Seite, gucken mal, ob wir unseren Rang wieder verbessern können. Offcam bin ich leider gedrankt, wieder auf MG1. Hallo. Ich hoffe, ihr habt alle den Warntag gut überstanden, hat alles gut geklappt, dass alle Alarme gingen. Gucken wir mal ganz kurz. Wir mal hier Richtung Short sonst. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das alles gut überstanden. War nicht zu laut. Und one more shot. Lot shot. Der A-Spieler wurde leider auch instant weggetappt. Was wollte ich sagen? Achso, vorgestern, richtig wildes Game zwischen M18 und Fnatic. Einfach eine richtig krasse Overtime. Also ich weiß nicht, wie ich es gut nicht spoilern kann, aber das war ein sehr, sehr langes Match. Das war ein verdammt langes Match. Da muss man erstmal die Nerven für haben. Ich glaube, das ging 8-mal in Overtime. Oder? Plus minus 1 oder so. Das war schon ziemlich insane. Und unser Mate ist gequittet. Disconnected by user. Das ist gar nicht gut. Dort ist gar nicht gut. Naja, da kann man nur hoffen, dass es besser wird. Aber egal. Auf jeden Fall. Wir hier erstmal gerade hart auf die Fresse bekommen. Hätten natürlich besser schießen können. Hätten sowohl, als wir hier Short reingepiekt sind, den töten können, als auch hier dann um Ecke. Beziehungsweise ich hätte hier auch unter Umständen gar nicht schießen müssen. Aber egal. So, der ist wiedergekommen. Das ist sehr schön. Ich habe da nichts gehört, aber egal. Dann gucken wir mal, dass wir das hier jetzt ein bisschen besser hinbekommen. Wir haben zwar noch keine Utility, warum haben wir niemanden auf B? Ach man, ich habe ein bisschen gehofft, wenn ich ein bisschen nach rechts gehe, dass er damit nicht rechnet. Short. Auf die Boxen gegangen. Ich glaube, der ist einfach durchgelaufen. Der hätte mehr drin sein müssen. Boah. Wow. Die Gelat uns aber auch gut zugesetzt, ne? Keine Ahnung, was er will. Wir kaufen mal eine Flash in der Hoffnung, dass wir uns da rausflashen können. Okay. Grün da jetzt hin. Deswegen gehe ich Richtung lang. Das wird B, oder? Ich hier die ganze Zeit nichts hören. Wir sind ärgerlich, dass gelb AFK ist. Shit, war das bad. Schon wieder die Deagle da, ne? Schön. Müsste auch die Flash von ihm. One more shot. Ich dachte, weil er da am Schießen ist. Och Mann, schieß doch nicht wie so ein Verrückter. Aber fairerweise, ich hätte fragen können, ob da was ist. Ach Mann, das ist unnötig. Ich hätte auch nicht pieken müssen. Ich dachte nur, falls der da jetzt wirklich Richtung Shot gegangen ist und er am Fighten ist da. Sehr schön.
Er hat die Ave gesehen. Auf jeden Fall mitnehmen. Sad. Halt so unnötig, oder er hat halt keine Waffe oder keine Ave in dem Fall. Ich dachte kurz, dass der das gewesen wäre, der jetzt in so eine Sticker-Kapsel aufgemacht hat. Dann wäre ich aber ein bisschen sauer gewesen. Ja. Loa hat mich ganz schön low gemacht. Already ramp. Ach, schade. Ja, es ist sehr, sehr ärgerlich. Ach man, wenn der Loa mich da nicht auf 20 AP runterschießt, dann kann ich da vielleicht noch was machen. Ich muss mich da absmogen, weil der... Oder? Hätte der Molotow noch weit genug gespreadet? Anyways, mit 20 AP habe ich da nicht mehr allzu viel Mitspracherecht. Also sollte die AK jetzt auf jeden Fall saven. Okay, sehr schön. Gehen beide Richtung B hoch über CT. Es ist so ärgerlich, dass wir da zwei Hits mitbekommen haben. Sagt er minus 80. Es ist halt echt zu räudig. Ja, ist die Frage, kaufen wir eine MP? Theoretisch können uns auch ein Mate legen, aber Frank scheint eh so ein bisschen aus seinem Singleplayer-Weg da zu spielen. Dahin gehört oder nicht? War doch nicht unser Mate. Mean it has to. Half HP mit. Jetzt können die halt wieder über Short gehen, ne? Was eigentlich meine ich? Ich hab den gehört. Ah, Mann. Er war ein sehr böser Headshot. Fairerweise auf die Entfernung kann er... Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach weglaufen sollen und saven sollen, weil er hat immer die gute Position. Er sieht, ob ich defuse oder nicht. Dementsprechend kann der halt weiter reinpieken oder eben nicht. Er hat da halt die große Vorteilsposition. Ich hatte keine Smoke, kein gar nichts mehr. Habe ich leider unseren Mate ein bisschen geblockt. Pushen die hier Mitte hoch. Ne, Cutters. Long. Bisschen Angst, dass sie noch wer ist. Und das ist ein Double Door. Thank you.
So, plantet gerade. Hätte theoretisch probieren können, durch eine Wand zu bangen. Oder durch die Box da. Zumindest ein bisschen Schaden machen. Ja, dass die Akada auf Langleiter da vier Leute holt, das ist. Ja, ne, das ist belastend. Das ist nicht so gut. Probieren wir mal lang zu halten. Es ist nicht unbedingt einfach, aber naja, wir können es probieren. Das ist schon mal sehr schön, ohne Schaden den bekommen. Okay, in der Mitte ist noch eine Ave. Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Sport, wobei, wenn der Gelbe da jetzt gerade durchgepusht ist, dürfte da eigentlich nichts sein. Wobei, ein Timing wäre da gewesen, wenn ich mich nicht komplett verguckt habe. Gehe ich mal Richtung B. B last. Das wäre oder das muss eigentlich über Ausschlussverfahren musste der da sein. Wie gesagt, hatte ein Timing für Short, aber dann hätte er sich wahrscheinlich schon gezeigt. Das finde ich jetzt ein bisschen riskant, dass er alleine da rausgegangen ist. Normalerweise einer sonst über Window, einer über Door, ja, dass sie sich traden können. Dass er nicht so viel Platz hat, um sich irgendwo zu verstecken. Aber egal, wir konnten da zwei Leute holen. Ich glaube, das war sehr wichtig für die Runde. Gerade auch, dass die Flash für den ersten bei Lang so spät kam. Das hat uns einfach ermöglicht, dass wir ja, den Kill da bekommen konnten, ohne dass wir geflasht waren. Hat deren Push wahrscheinlich auch ein bisschen verhindert. Sehr schön. Box. Sehr schön. Dadurch, dass er die Smoke geworfen hat, wussten wir, der will die Bombe da aufheben. Und konnten da einfach mal ein bisschen durchbangen. Die Frage, ne, die werden... Ne, ich kaufe keine Rüstung. Will ich überhaupt ein Kit? Ne, will ich nicht. Wir haben drei Kits, das muss reichen. So können wir uns nochmal $400 sparen. Two top mid, one more. Shit. Das war echt ein bisschen schlecht. Wir gucken mal, dass über lang keiner kommt. Einer ist noch top mid, aber... Okay, zwei mit. Ich möchte halt gerne den Flank halten, außerdem könnt ihr dann nicht hier lang rotieren. Da noch eine Ave? Nee. Leider keine Ave mehr für unsere Mates gefunden. Aber ich bin davon überzeugt, das war der richtige Play, da einfach außen rum zu gehen. Einerseits, um abzusichern, dass keiner über lang uns flankt. Weil wenn wir hier alle fokussiert sind, geht einer hier lang und macht uns alle weg.
So ganz doof gesagt. Diese Runde pushen wir nicht durch. Guck mal, ob wir hier jemanden finden. Справа он у тебя по стенке стоит прям. Справа вот прям сразу. Einerseits mag ich die Position da im Eck drin, aber hat halt nicht so viel Platz, um sich zurückzuziehen. Mann, natürlich sieht er mich. Ich habe überlegt, soll ich nach rechts gucken oder nach links, aber ich hatte halt Angst, wenn ich dann nach rechts rausgucke, dass er da im Eck drin steht. Hey, drop. Kannst auch nett sagen, aber egal. So. Dass sie sich auch echt nicht mal entscheiden können, wo sie hingehen wollen, ja? Hätte könnte gehittet haben. One more double door. Sehr schön. Schönes 4K. Schön auf den Köpfen immer gewesen. Zwei Leuten, oder den beiden haben wir jeweils einen Headshot gegeben und damit gefinisht. Dem haben wir einen Headshot und einen Bodyhit gegeben. Das war doch schön. Waren wir sehr gut auf dem Kopf drauf. Letzte Runde. So. Haben wir natürlich hier durch das Kaufen. Wir haben uns niemals auf Null gekauft, das ist das Schlimmste daran. Er pusht einfach durch den Molly durch. Longshot, die Half-Life. Er ist halt komplett durch den Molly durchgelaufen. Wollt fürs Ace gehen. Aber wenn ich das nicht bekomme, kriegt er das auch nicht. Donk. Donk. Steppt halt jetzt auch wie so ein Elefant dahin, ne? Okay, der ist schon komplett durchgepusht. Was, der hat nur 4 und 2? Der Molly lag da doch schon ein ganzes Stück. Oder vertue ich mich jetzt echt so? Egal. Ist da halt durchgesprungen oder so. Go short. Пошел нахуй. Понял. А, пачка-то у меня. Dort finde ich wild. Ich hätte, glaube ich, eher probiert, dass wir Richtung B gehen, weil Gelb und ich einen guten Spawn dafür haben. Wobei die anderen haben auch für lang guten Spawn. Aber mit Glock gegen USP ist es auf lange Entfernung immer ein doofer Fight. USP tötet einen einfach. Sehr schön. CT-Spieler ist gestorben. Shit. Muss ich mich gerade mal ein bisschen zusammenreißen, nicht so zu sprayen, aber ich habe gesprayt oder halt zu schnell geklickt da. Jetzt das CT. Sehr schön. Ja, da muss man uns auf jeden Fall mal kurz ein bisschen zusammenreißen, ja, nicht zu sprayen. Ich bin auch echt froh, dass der Gegner nicht, dass der Gegner nicht so gut getroffen hat. Der hat genauso daneben geschossen wie ich an der Stelle. Darum hatte ich einfach diese Zeit, um nochmal nachzuaimen. Wie ihr gerade gesehen habt, ich glaube, der hat mir 60 gegeben oder 70 sogar.
Only one on B then. Блять, они бегут сзади уже. Ich habe ein bisschen das nicht respektiert, oder? Ich dachte, ich töte die. Wir haben leider durch mich jetzt eine AK. Ich habe mich komplett auf Null gekauft. Das ist halt so der große Nachteil, wenn ihr in der zweiten Runde direkt eine AK kauft. Nee, da kassiert. Ich meine, ich habe erstmal eine Nate gepressen und dann natürlich MPs. Das war übrigens sehr schön. Gott. What the fuck? Умереть. Умереть. Обязательно умереть. Good job. Kalash, Kalash, bro. Einmal eine Nate in der Fresse, dann noch zwei Buddy-Hitze. Es ist halt sehr ärgerlich. Wie gesagt, darum haben wir jetzt kein Geld mehr. Wir müssen auf eine Galil gehen. Bitte Rüstung. Aber naja, besser als gar nichts, ne? Mein Galil macht immer noch eine Menge Schaden. Guck mal sonst hier Richtung B, weil wir zwei Leute haben, die einen guten Spawn hatten. Grün ist leider noch kurz zu Anfang stehen geblieben. Vielleicht. So, jetzt einschlafen, hätte ich nicht gedacht. Ich bin da nicht bis zur Box gekommen. Ich hatte zwei Schuss. Ich hätte dafür gehen können für einen Headshot und einen normalen Hit, aber ich wollte mich gerne hinter der Box verstecken, weil wenn er keine Nate hat, ich kann einfach nach unten gucken und warten. Vielleicht hole ich noch genügend Zeit raus, aber leider habe ich von ihm hier zu viel... Ja, danke für deinen sinnvollen Beitrag. Halt die Fresse, ganz im Ernst. So, leider fehlen uns $50 für eine Account-Rüstung. Das wäre natürlich richtig schön gewesen. Wenn ich den Spray da einfach besser hinbekomme. Das ist ärgerlich. Das hätte eine echt insane Runde werden können. Wie gesagt, ich wollte hinter die Boxen gehen und mich dann ducken und nach unten gucken. Dann kann er unseren Kopf auf jeden Fall nicht sehen. Dann kann ich kurz nachladen, kann vielleicht dann einmal schnell pieken, gucken, ob ich ihn treffe. Einfach noch mal ein bisschen Zeit rausholen. Weil der Spot, wo ich geplantet habe, das ist eigentlich ja, der Standardspot, wo man planten kann, weil der von echt vielen Sachen aus gut zu sehen ist. Von diesem gesamten hinteren Bereich. Ihr könnt mit dieser Box hier spielen, ihr könnt hier von dem Auto, von der Box aus spielen, ihr könnt von Cutters aus spielen. Ihr könnt auch theoretisch, wenn der auf dem Spot ist und ihr hier an der Double Door seid, könnt ihr den bespielen. Er ist halt so cool. Außer vielleicht für hier ganz hinten, aber naja. Sonst ist der echt wie jeden anderen Spot genial. Wenn ihr hier hinten irgendwo auf dem Spot plantet, dann kann es halt sein, dass ihr das echt von sehr wenigen Winkel seht oder dass der CT sich hinter dieser Riesenbox verstecken kann oder hier hinter der Riesenbox. Gibt es denn noch so eine kleinere Box hinten auf dem Spot? Darum wollt ihr möglichst immer sehr, sehr offen planten. Und das Schöne ist auch, wenn ihr genau in der Ecke hier legt, zwischen Wand und den Boxen da, selbst wenn die da mal hinsmoken, dann haben die wenig Spielraum, wo die stehen können. Weil ihr nehmt da einfach 270 Grad weg von dem gegnerischen Spielraum, weil ihr in einer Ecke drin geplantet habt. Ne, das ist irgendwo ein bisschen offensichtlicher. Beispielsweise, wenn ihr, stellt euch vor, das ist diese Ecke. Plantet da, dann kann der CT nur in diesem 90 Grad Winkel drumrum sein, wenn da mal eine Smoke liegt. Die ganzen anderen 270 Grad, die habt ihr damit gecovert. So, einmal kleines Land 1 und 1, Afterplant, wie auch immer. Schau mal, ob wir vielleicht Richtung Lang was bekommen. Close Long. So, wichtig, dass wir da den Kill bekommen. Leider haben wir auch einen Headshot kassiert. Auf 18 AP.
B clear. Incoming B. Es lebt nur noch einer. Ich glaube, ich werde keinen Plant mehr bekommen. Ich habe einen MVP bekommen wegen einem Kill. Let's go. So, schauen wir mal, ob wir Richtung B was machen können. So bitter, wie viel er mir gegeben hat. Ich habe leider nach dem ersten Headshot habe ich super verfehlt, sonst wäre er da schon tot gewesen. Aber dann habe ich zum Glück noch einen zweiten Headshot ihm gegeben. Auch schön, dass sie es jetzt im Timeout machen. Mann. He should be very low. Mein AK wäre tot gewesen. Sehr schön, das war der. Stopp mit. Oh, die werden alle von der 5-7 geholt. Ich meine, der erste kann da nichts wirklich für. Weil, ne, dem wurde in den Rücken geschossen. Beide da. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, er muss ein bisschen aufpassen, weil der Gegner sieht ihn da zuerst, wenn er um die Ecke kommt und hat dementsprechend den Vorteil. Aber das war ja gut gemacht. Sie da weggeduckt, sodass er nicht getötet werden konnte. Sehr, sehr schön. Sagt jetzt mal an die Gegner einen Timeout einmal, dass sie warten können, ob der Mate wieder reinkommt. Es fühlt sich übrigens echt nicht so an, als wenn ich hier mit 20 Kills drin stehe, ne? Also schätzungsweise gefühlt habe ich nur 10 Kills. Ich meine, die eine Runde da mit den 4 Kills, sie hat ordentlich reingescheppert. Ich meine, das ist ein Fünftel meiner Performance. In einer Runde. Aber egal. Scheinbar haben wir ja sonst auch noch was gemacht. Den 18 und 5 haben wir zumindest ein bisschen den Damage wieder geboostet, dass das zu meinen 20 Kills auch passt. Sehr schön. Man ist natürlich jetzt auch recht dankbar, dass da die Person nicht da ist. Nachteil ist natürlich, die CTs können jetzt eigentlich jede Runde kaufen. Wir haben einen guten Loss-Bonus von 2,9. Die kriegen nochmal 1.000, weil sie einer weniger sind, sprich 3.900. Damit können die sich immer Kevlar und eine M4 kaufen. Ah, da ist leider so eine Lücke. Ach Mann, ich hab gedacht, dass ich ihn anschießen kann. One is CT Scout. Top mit dann CT. Dass unser A-Spieler da auch Bescheid weiß, weil Blau scheint gerade keine Lust zu haben, das zu callen. So, so eine scheiß Scout da wegmachen. Lass mal einen Top mit. Hm. Ärgerlich. Ja, es ist sehr, sehr ärgerlich. Ich war gerade... würde das cocky sein, dass sie nur zu viert sind. So, komm, probieren wir es einfach mal so mit Mac-10 und Flash. Noch egal, ich sehe es gerade nicht an, die Bombe zu nehmen. Wieder einfach gerade ein bisschen Action machen. Sehr schön. To A. Can we pick up the bomb, any? Trying to get the bomb. Mid.
Ach man. Ich hab mich von der Decoy baiten lassen. Actually smart von denen. Ich habe auch eigentlich nur einen gesehen, aber ich dachte halt, weil in dem Moment passend ein Schuss kam, der nicht von der Person hätte gewesen sein können. Ich würde an seiner Stelle, glaube ich, über B zum Spawn gehen. Weil der Gegner wird wahrscheinlich irgendwo Richtung Short sein. Ich würde wahrscheinlich auch gucken, dass ich eine andere Waffe kriege, aber ich meine, wo liegt schon eine andere Waffe? Hätte ich mal die Bombe mitgenommen. Ist halt so ärgerlich. Das ist so eine der seltenen Runden, wo man sich mal baiten lässt von so einer Decoy. Ich meine, wann kauft sich schon jemand mal eine Decoy? Ich meine, es gab schon die ein oder andere witzige Szene, wo eine Decoy mal jemand getötet hat. Ja, am Ende macht eine Decoy ja so eine kleine Explosion. Oh, ärgerlich. So. Maybe rush B together. Go B, rush. Okay, okay. Weil B ist meistens nur einer. Die sind irgendwie zwei, drei Leute mal auf A. Alle bleiben so stehen, ey. Mann, wir haben so viele Leute auf dem Spot und keiner guckt da noch. Ich wollte halt unbedingt an der Box stehen, weil ich nicht weiß, ob jemand Cutters kommt, dann wäre ich da noch erst gedeckt. Nice, good job. Da ist auch zwei direkt standen, aber wahrscheinlich, weil der Mittelspieler keine Mitte gesehen hat, wollte er direkt Richtung B mitpieken. Ist auch an sich nicht verkehrt. Ist die Frage, wie die jetzt Geld haben. Ich meine, die haben keinen Lost-Bonus mehr. Die haben dennoch den Tausender, die in Unterzahl sind. Sehr schön, der war noch geflasht. Weiß ja nicht wie viele, aber wir haben Flash-Assist bekommen. Vorsichtshalber da hinten gucken. Go, plant. Planted for long. Sehr schön. Ist er da überhaupt? Scheint so. Sehr schön. Wir konnten zumindest noch den ersten Platz verteidigen. Easy. Haben zwar in den letzten Runden ein bisschen nachgelassen, aber egal. Mit der Strat auf B gehen, das war's. Sehr schön. Leider kein Uprank, aber egal. Na gut, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Nehmt seine Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.